herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir sind heute wieder zusammen hier im Hotel und beim letzten Mal haben wir einfach das große Gerichtsverfahren gewonnen. Das bedeutet, wir haben einen Aufschub von einem Monat bekommen, um die restlichen Schulden abzubezahlen. Wir sind gerade bei einem Kontostand von 1,3 Millionen und müssen insgesamt 2 Millionen Schulden bezahlen. Das heißt natürlich auch, wenn wir dann Punkt 2 Millionen hätten in einem Monat, theoretisch, wären wir trotzdem einfach pleite danach, ne? Wir hätten einfach keinen Stimmt, da hätten wir null. Groschen aber mehr. Dafür dürfen wir auf jeden Fall das Hotel behalten. Das stimmt. Nämlich, wenn wir das Ganze ja nicht machen, haben wir trotzdem verloren und das Hotel würde abgerissen werden. Aber ein Monat, ich denke, das ist ganz gut. Was ist das hier denn jetzt? Und Moment mal, wer uns natürlich beim letzten Mal super krass geholfen hat, war einfach Herr Kaschmir. Nochmal vielen Dank, Herr Kaschmir. Dankeschön. Gar kein Problem. Ich weiß, dass ich eine lange Zeit nicht nett zu euch war. Mit dieser Tat wollte ich mich bei euch bedanken. Hier, das darfst du behalten. Ja, vielen Dank. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir uns irgendwie bei dir revanchieren können. Egal, ob es jetzt zum Beispiel beim Job der Sternegesellschaft wäre oder vielleicht bei einem anderen Job, wenn dir irgendwas gefällt, sag einfach mal Bescheid. Und ich würde sagen, wir fragen mal bei der Rezeption nach, was heute so ansteht. Hallihallo. Hallo. Wir haben das Gerichtsverfahren gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir trotzdem noch die restlichen Schulden zusammenbekommen. Ansonsten wird das Hotel wirklich abgerissen. Das stimmt. Also 700.000 in einem Monat klingen aber sehr gut. Wir haben ja auch fast ausgebuchtes Hotel, ne? Also das ist ja eigentlich ganz nett sozusagen. Wie wäre es, wenn ihr erstmal draußen das Gericht abbaut? Ah, stimmt ja. Okay, also unser Anwalt ist auch letztens, also direkt danach gegangen. Wir können jetzt erstmal hier alles wegmachen. Ja, das brauchen wir Tisch natürlich nicht mehr. Weg, so und so. Aber sah süß aus, oder? Was ist hier mit den ganzen Kameras? Sollen wir die auch mal abbauen? Ich würde sagen, nein. Die waren ja hier wegen dem Hacker. Und ich denke, die SWAT-Einheit, wenn die weghaben wollen. Guck mal, die beobachten uns immer noch. Hallo! Ich denke, die werden dann wiederkommen. Okay, hier sieht es ein bisschen leer aus. Habe ich hier irgendwie... Ah, guck mal. Warte. Vielleicht kommt dann... Ah ja, noch ein paar Stühle. Ja, genau. Hier kommt eine Liege hin. Ah nee, warte mal. Kommen die hier hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du könntest auch ein bisschen verschieben, oder? Ja, das stimmt. Warte mal, ich baue die nochmal ab. Vielleicht können wir die... Ja, hier so mittiger. Warte, vielleicht noch eins nach hinten. So? Ja. Warte, guck mal. So. Und dann vielleicht hier nebendran noch eine. Dann hat man beide Schattenplätze. Doch, das sieht eigentlich ganz cute aus, oder? Okay, dann hätten wir das auf jeden Fall gefixt. Und ansonsten würde ich sagen, wir kümmern uns heute vor allem um unsere Gäste mal wieder. Fragen, wie es denen geht. Ob natürlich auch unser Personal irgendwas braucht und so weiter und so fort. Dann können wir nochmal reingehen. So, okay. Dann würde ich gucken, vielleicht warten wir erstmal. Oh nein, wir haben hier sogar noch ein paar Gäste. Hey, wollt ihr denn hier? Alles gut bei euch? Hey, wir würden gerne abreisen. Wir haben in den kleineren Zimmern gelebt. Es war echt super. Okay, ihr wollt abreisen, gar kein Problem. Ich meine, die Leute können natürlich auch nicht für immer hier wohnen. Ist natürlich immer noch Urlaub. Hat es dir auch gefallen? Der Aufenthalt war echt super. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Wir freuen uns natürlich immer, euch nochmal hier zu sehen. Ansonsten haben die schon ausgecheckt, hat alles geklappt. Die beiden haben schon ausgecheckt und bezahlt. Ich werde sie, sobald ihr Taxi da ist, hinaus begleiten. Dankeschön, der beste Mann an der Rezeption. Und Epic, wie cool ist das denn? Wir haben direkt einen höheren Kontostand von 1,4 Millionen und Gesamtschulden von 2 Millionen immer noch. Wir brauchen noch 600.000, bis wir unsere Schulden bezahlen können. Vor allen Dingen, man merkt halt echt, dass die Leute sehr lange hier gewesen sind, sonst wären die Summen nicht so hoch. Und ich denke, wir müssen nochmal ganz kurz sauber machen und danach könnten wir auch vielleicht nochmal gucken, was jetzt frei ist, denn wir haben ja auch noch eine Warteliste. Ich hoffe, die habe ich hier noch irgendwo. Genau. Kevin und Malte, die gehen ja draußen gerade sozusagen übernachten. Die könnten wir eigentlich mal ranholen. Da müsste ich nur noch mal so ein bisschen den Überblick bekommen, ob denn welche Zimmer frei sind. Okay, wir haben einmal das hier, aber ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich nehme den Schlüssel mit, du kannst mal gucken. Was ist los? Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen aufpassen. Oh. Was ist denn hier passiert? Okay, ich weiß nicht. Es kann sein, Epic. Oh nein, wie unangenehm. War das vom Hacker? Ja, ich glaube schon. Die haben wir einfach nicht weggemacht. Wie unangenehm ist... Oh nein, das kannst du doch keinem erzählen. Und sie hat es trotzdem gefallen hier, ne? Ja, ich meine, sie konnte im Badezimmer und hier oben mit sehr vielen Fernsehern Fernseh schauen. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe jetzt leider keinen Fernseher dabei, aber wenn du möchtest... Ich platziere mal ein kleines...
Dankeschön. Was ist denn da los? Ich gucke auch nochmal auf der anderen Seite. Warte mal, hier haben wir natürlich dann auch... Hier haben wir... Wo ist denn der Schlüssel? Hat sie den Schlüssel hier mitgenommen? Hier sehe ich den schon mal nicht. Ist der am Nachttisch? Nee, der ist da auch nicht. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht hängt er auch unten einfach schon. Vielleicht hat sie noch mitgenommen. Sein. Okay, das bedeutet, hier haben wir alles. Okay, warte mal, ganz kurze Kontrolle. Wir haben hier zwei Zimmer frei. Ja. Hier sind Leute. Und ich glaube, oben ist auch alles voll, wenn ich mich nicht täusche, ne? Nur hinten bei unseren anderen Bungalows. Stimmt. Da haben wir auch noch eins frei. Okay, also heißt es, wir hätten insgesamt für 4 Gäste wieder ein bisschen Platz. Den einen Schlüssel kann ich jetzt hier wieder dran machen. Boah, das ist immer so schwierig. Ja, tada! Ja. Okay, cool. Guck mal, stimmt. 3 Zimmer, beziehungsweise in einem Bungalow haben wir 2 gewohnt. Das heißt, wir haben 3 Suiten und Zimmer frei insgesamt. Und wir könnten, je nachdem, natürlich auch Leute mehrfach im Zimmer aufnehmen. So ist es ja nicht. Okay, das sieht doch gut aus. Wir können auch nochmal gerne nach hinten ganz kurz gehen, ob es da den ganzen Gästen gut geht. Und dann können wir direkt zu den Zelten hin und vielleicht noch hier Malte und Kevin, glaube ich. Ja. Wieder einladen ins Hotel sozusagen. So, dann können wir nochmal hier vorbeigucken und drehen eine Runde. Oh, die Zimmer sind sogar offen. Oh, hallo? Oh. Alles hallo? Klar? Ah ja, stimmt. Moment mal. Hier haben wir auf jeden Fall das Zimmer, was frei ist. Da können wir auch nochmal ganz kurz gucken, ob da alles stimmt. Aber müsste eigentlich alles noch schön aussehen. Ja, hier ist alles super. Okay, sehr gut. Und bei den anderen Gästen können wir auch nochmal ganz kurz vorbeischauen, ob da irgendwie Dreck rumliegt oder ob die Gäste irgendwas brauchen. Aber ich glaube, hier den beiden geht es auch ganz gut. Hier können wir nochmal ganz kurz vorbeigehen und... Hä? Wir haben hier Luke. Luke ist YouTuber. Moment mal. Was ist denn da los? Wer bist du, Luke? Was machst du hier? Hey, Leute, und herzlich willkommen zu einem... Oh, hey. Seid ihr die Hotelbesitzer? Ja, ich bin Katja. Das ist Epic. Hallo. Filmst du ihn? Ja. Epic, er wollte, glaube ich, hier gerade ein YouTube-Video drehen. Der hat ein Intro einfach angefangen. Was in ist das denn? Hotel. Aber Moment mal, Epic, wollen wir ganz kurz Krisenmanagement... Komm mal her. Ja. Wollen wir, also... Erlauben wir sowas? Ja. Ja? Okay, ich glaub okay, schon. Okay. Dann würde ich sagen, hey Luke, was drehst du denn hier? Moment mal. Mega, das Hotel ist der Wahnsinn. Habt ihr noch Zimmer frei? Ich habe richtig nice Videoideen, welche ich hier umsetzen kann. Oh cool, also wenn du einchecken möchtest, wäre uns das natürlich sehr lieb. Und wir hätten tatsächlich 2 Arten von Zimmern frei. Entweder so ein Bungalow, den siehst du auch schon da hinten... Oder in dem großen Hotel ein kleines Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, was für deine Videoideen besser ist, aber wie du möchtest. Und warte mal, Luke, was machst du denn so für Videos? Machst du Gaming oder machst du hier Real Life oder sowas? Beauty! Ich mach viel Real Life Stuff, Vlogs etc. Mittlerweile habe ich über 4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ich bin mega stolz. Mir wäre ein kleines Zimmer oder auch ein großes sehr, sehr recht. Okay, das bedeutet... Wollen wir mal einfach das Große geben? Können wir machen, ja. Okay, Moment mal, Luke. Dann kannst du gerne ins große Bungalow hier einziehen. Wir würden noch mal ganz kurz dir den Schlüssel holen. Komm mal mit, Epic. Ja, und wie cool ist das denn? Moment mal. 4 oder 5 Millionen? 4 Millionen. 4 Millionen? Ja. Sicher? Ja. 4 Millionen Abonnenten, egal wie viel eigentlich, das ist ja ultra heftig und er macht Real-Life-Stuff, epic, cool. Er wird dadurch ein bisschen Werbung bestimmt für uns machen, wie nice ist das denn? Das stimmt, wenn er Videos von uns im Hotel macht, das ist super cool. Das stimmt, okay, wir müssen auf jeden Fall ihn fragen, ob er nicht irgendwie eine Szene braucht für seinen nächsten Vlog oder Real-Life-Video, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mitmachen als Baum. Als Baum? Im Hintergrund. Oh, wir könnten so Blätter anziehen oder sowas. Stimmt. Okay, warte mal, dann nehme ich ganz kurz hier den Schlüssel mit. Ah, nee, warte mal, ich nehme mal ganz kurz den hier lieber. Und zack. So, Schlüssel haben wir. Wir können ihn wirklich mal fragen, ob wir irgendwie ihm helfen könnten oder vielleicht sogar mal mitspielen könnten. Das wäre super cool. Vielleicht dreht er ja auch gerade den Vlog, da können wir Hallo sagen. Stimmt. Er wollte gerade das Intro anfangen. Sehr gut. Ja. So, Schlüssel. Ah, warte mal. Schlüssel können wir eigentlich auch hier reinlegen eigentlich bei uns im Bungalow, oder? Ja, können wir machen. Also beziehungsweise in sein neues Bungalöchen. Gut, Schlüssel hängen, da kann er rein und raus. Und Moment mal, vielleicht hat er jetzt wirklich irgendwie ein Video am Start oder sowas. Stimmt. Ah, mega cool.
Und Luke, okay, Zimmer ist vorbereitet, alles gut. Super, danke für den Schlüssel. Und Leute, das sind Epic und Katha. Ich werde hier ein paar Wochen in ihrem Hotel wohnen. Heftig. Hallo, ich bin Katha, ich bin der Hotelbesitzer. Und Epic ist auch am Start. Wir sind Hotelbesitzer von diesem wunderschönen Hotel. Ja. Ich kann ja auch ganz kurz hier. Hier, guckt ihr, das ist unser Hotel. Da hinten seht ihr auch unser Hotel. Und das ist hier auch nochmal der Epic. Okay, Hallo. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar nice Shots. Sehr gut, Luke. So, kurzer Schnitt. Also, der große Bungalow, wie cool. Ja, also der da hinten, da kannst du dann einfach rein und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Wir können dir auch gerne bei irgendwelchen Sachen auf YouTube helfen oder so. Ja, ich brauche wirklich ein paar Räumlichkeiten. So eine Hütte oder so wäre für die nächsten Tage mega. Denkt ihr, ihr habt sowas? Ich glaube, Elfik, vielleicht können wir ihm die Fischerhütte anbieten, die da hinten. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist cool. Ja, unseren Bootsverleih könnten wir dir auf jeden Fall geben, wenn du da irgendwas brauchst und wenn du natürlich auch so ein paar Komparsen bräuchtest oder irgendwelche anderen, dann, ich glaube, wir sind da eigentlich gar nicht so schlecht drin. Ne? Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Nice, ich werde dann nochmal auf euch zukommen. Danke, danke, danke. Es soll ein witziges Video werden. Okay, super. Dann mach hier erstmal deinen Vlog zu Ende. Du weißt ja jetzt, wo dein Zimmer ist. Und Epic, wie cool ist das denn? Wir haben einfach so einen riesigen YouTuber, der jetzt einfach bei uns sozusagen Vlogs und Videos und Sketches dreht. Ich glaube, das wird richtig lustig. Vielleicht könnten wir sogar noch ein paar andere Gäste dazu animieren, mitzumachen bei ein paar Videos und vielleicht können wir sogar bei einem ganzen Video mithelfen. Produktion, Schnitt und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre richtig nice und Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Videoidee wir vielleicht Luke vorstellen könnten und vielleicht will er die ja dann mit uns sozusagen verwirklichen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr funny und am Ende könnten wir uns das Video natürlich auch noch ansehen. Sehr nice. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.